und herzlich willkommen zum Finale von Tomb Raider. Wir betreten jetzt das letzte Level, das Kloster. Oh, können wir noch einen Fähigkeitspunkt schnell verteilen? Fehlt nur noch das. Super. So, können wir nochmal eben rennen. Jetzt das Bogen-Upgrade holen. Dann brauche ich hier auch nur noch den polierten Lauf der Pistole. 400, okay. Ist ja machbar. Letzte Level, sozusagen. Da nehme ich euch nochmal mit. Ich habe es bisher zeigen geschafft, alles auf 100% zu spielen. Küstenwald 100% gemeistert. Bergtempel, Welldorf, alles 100%. Bis auf hier, Strand mit Schiffswrack. Da fehlt mir irgendwie ein Lager, aber das ist wohl ein Bug, der bekannt ist. Habe ich zumindest im Forum gelesen. Es gibt nämlich gar kein viertes Lager. Schade. Naja, mal gucken. 400 und jetzt sind wir beim Schrein an der Schlucht. Und hier gibt es das letzte Level sozusagen. Das werden wir einmal gemeinsam machen. In dieser Aufnahme. Einmal, was es hier so Schönes gibt. Also gab hier schon großen Kampf eben, hier überhaupt erstmal reinzukommen. Okay, kurz noch auf die Map geschaut. Wir hatten niemals eine Chance. Sie haben auf uns gewartet. Hunderte von ihnen. Wir haben es nicht mal bis zur Heiligen Kammer geschafft. Wir hatten von Anfang an keine Chance. Und jetzt warte ich darauf, dass meine Ahnen mich zu sich nehmen. Warte mal. Und zwar sind wir gestrandet auf einer Insel. Und hier ist so ein Kult, hat sich hier entwickelt, die Solari. Die verehren so eine japanische Göttin, Himoto. Und das Ganze rührt aus den Zeiten des Zweiten Weltkrieges noch. Und seitdem verschwinden halt immer Schiffe und man kommt nicht mehr von der Insel, weil sich dann, sobald ein Flugzeug kommt oder ein Schiff, Stürme entwickeln, Sachen zum Kentern bringen, also zum Abstürzen. Und man kommt hier halt nicht mehr weg. Und jetzt sind wir dahinter gekommen, dass das Ganze von so einer japanischen Göttin ausgeht, deren Seele wohl nicht von hier weichen kann, weil die Leiche noch nicht verbrannt ist oder so. Wollen wir natürlich mal nachhelfen. Noch ein Buch. Es musste getan werden. Genau, wir haben natürlich auch, wie sich das gehört, für so einen Plot einen Verräter gehabt. Und zwar sind wir auf der Suche nach Sam. Das ist eine Freundin von uns, die gefangen genommen wurde, die halt irgendwie die Blutlinie mit dieser Königin gleich hat. Was passiert hier? Deswegen soll sie geopfert werden. Damit dieser Solari-Kultanführer Teil hier abhauen kann. Diese chinesische Töpferware ist Jahrtausende alt. Könnten Sie die Insel vor dem Aufstieg von Yamatai besucht haben? So, was haben wir hier noch? Okay. Also da oben, das haben wir aufgemacht. Da oben konnte man noch irgendwo hinklettern, das machen wir nochmal eben. Oh, das ist ja lecker hier. Ja, das Spiel ist ab 18. Ziemlich brutal, ja. Das Ganze ist ein Reboot der Tomb Raider Geschichte. Lara sieht halt nicht mehr ganz so Tittenmonster-mäßig aus. Ist noch in den 90ern war. Ich find's sehr gelungen. Der Reboot.
Würde mich freuen, wenn er mehr kommt. Das Ganze ist jetzt ja auch schon 2 Jahre alt. Spiel. Schon schick gemacht mit der Grafik. Ah, das war die Schatzkarte. Perfekt. Okay, mehr ist hier in dem Raum nicht. Die nächsten oder die letzten beiden sind hier. Da müsste auch noch sogar ein Lager kommen. Da war noch was. Eine Reliquie liegt hier noch. Die. Hier muss im Nebenraum sein. So schnell kann man die nämlich übersehen. So eine Vase sein. Ich kenne ähnliche Artefakte aus Ban Chang in Thailand. Wie kommt das hier bis nach Yamatai? Tja. Wohl über die Jahrzehnte viele Leute verschwunden. So. Jetzt müssen wir mal sehen. Wir haben das, wir haben das. Was, da können wir auch noch ein Rad drehen. Da ging es nach oben, das haben wir gemacht. Ah ja. Ja, dann weiß ich ja schon, was zu tun ist. Machen wir das Ganze mal kaputt da gegenüber. Achtung! Sehr schön. So. Ich muss irgendwie darauf kommen. So wie? Kann ich das ranziehen und draufspringen vielleicht? Will ich lieber nicht reinfallen. Da kommt nicht hoch. Frage, nächste Frage. Gucken wir nochmal von hier. Säule hüpfen? Boah, endlich hier. Oder ich versuche den mal so quer zu pendeln. Wie wirklich was, ne? Ah, an die Kante? Kann ich hier nochmal? Und dann ist er ganz unten. Die ganze Zeit kurbeln? Ja. Okay, das bringt ja auch nichts. Ah, ich weiß wie. Okay. Hochziehen. Okay. Ich glaube, jetzt weiß ich. Die Tür zumachen. Und
mal runter. Perfekt. So geht's doch. Oder auch nicht. Schritt. Bäh. Das jetzt nicht. Mal drauf eben. Und mal gucken dann von da aus. Mich hier irgendwo ranschießen? Mit dem Seil? Nee. Ist das noch zu weit? Sonst macht sie auch so Mördersprünge. Okay, tendenziell ist das aber doch schon mal ganz gut eigentlich. Bis jetzt einmal zieh. Was passiert dann? Nein! War gar nicht so schlecht. Nur nochmal springen drücken müssen, glaube ich. Okay, nochmal. Da irgendwie rauf, während das schwingt. Aber komm ich ja nicht. Nur wenn da oben ist, sein. Warte. Schießen? Nee. So strange. Hier irgendwas. Herzlichen Glückwunsch. Wo ich denn jetzt hier weiter? So viel zum. Wir machen mal eben das letzte Level. Okay, das war tendenziell schon mal gar nicht schlecht. Das probieren wir nochmal. So. Ja. Sehr gut. Gut gemacht, Lara. Die Sonnenköniginnen. Das Feuerritual, bei dem die Königin ihre Nachfolgerin bestimmt. Die auserwählte Priesterin betritt das Kloster. Sie erhält deine Macht und sie wird die neue Königin.
Moment mal. Viele haben für diese Gabe ihre Seelen freiwillig gegeben. Nun lebt die erste und letzte Königin ein Halbleben. Eine Seele in einem verwesenden Körper. Gefäße. Es ist doch nicht die Macht, die sie übertragen. Es ist eine Seele. All diese Königinnen, sie waren... Du! Himiko! Erste und letzte! Oh Gott. Und jetzt willst du Sam. Aber du kriegst sie nicht. Sam. Ein Gefäß für die Seele der Königin. Oh oh. Ich muss diesem Wahnsinn ein Ende bereiten. Ja, das musst du. Noch decken. Das habe ich da schon liegen sehen, okay. Ich habe keine Wahl mehr. Mein Schicksal wartet. Heute Nacht steige ich die Stufen zur Kammer der Sonne empor. Aber ich werde mich dem Ritual nicht fügen. Ich werde nicht Königin. Niemand wird glauben, was mir nun als Wahrheit bewusst ist. In der Sonnenkönigin wohnt etwas so Böses, dass es die Vorstellungskraft sprengt. Und dieses Böse will mehr als nur die Ländereien und Meere von Yamatai. Dieser Wahnsinn muss enden. Also gehe ich in die Kammer, bewaffnet mit dem gestohlenen Dolch des Generals der Sturmwache. Wenn er mein Tun durchschaut, wird es schon zu spät sein. Für Yamatai und alle Priesterinnen, die mir folgen würden, muss ich sterben. Sam. Bitte nicht. So. Okay. Mann, das ist spannend. Das ist spannend. Ich spiele es jetzt auch schon seit 12, 13 Stunden ungefähr. Oder schon ein bisschen mehr. Das ist jetzt gar nicht, kann man ja mal nachgucken. 13,5 Stunden. Zeit. 20 Stunden. Insgesamt 20 Stunden. Aber es hat tierisch Spaß gemacht, muss ich sagen. Ich würde mir wirklich wünschen, dass da noch mehr kommt. Ah ja, 400 müssen wir auch noch irgendwie hinkriegen. Aber da gehen wir sonst noch. Man kann nach dem Spiel wohl noch ein bisschen weitermachen. Gehen wir da noch ein bisschen Tiere jagen. An die letzten 400, weil das dann ein Erfolg auch wieder ist. Das letzte Lager. Okay. Heilige Passage. Porzellanvase. Wahrscheinlich frühe Edo-Periode. So, wir nehmen nochmal. So, machen wir da kurz, verändern nochmal nämlich ein extra. Falls man doch nicht mehr zurück kann. Und dann geht's in den finalen Kampf. Oder ähnliches. Moment. Schicker Palast. Das ist aber auch windig hier. Hier gibt es keine Helden.
Also dieser Matze hier geht mir auf den Sack. Ups. Ist nicht weiter? Okay. Du Scheiße, und du? Hey. Alter. Wo muss denn jetzt hin? Wo soll ich denn jetzt rüberspringen? Da? Lara, Vorsicht! Die Mistkerle kommen in deine Richtung! Wir haben alles getan, um sie aufzuhalten! Danke, Reyes. Geh zum Boot. Wenn ich nicht zurückkomme... Wir werden nicht ohne dich fahren. Wir warten. So. Also ich kraxe hier hoch und die sind bestimmt gleich vor mir. Alter.
soll ich denn hin? Da sind ja ein paar, ne? Nee. Können wir vielleicht doch noch eine Flinte nehmen?